Hi Leute, willkommen zurück. Hier ist wieder Alice im Zuckerland mit einem weiteren Part von Very Little Nightmares. In einer Woche kommt Teil 2 raus. Bis dahin sollten wir das ja eigentlich abgeschlossen haben. Ich weiß gar nicht, wie viel noch kommt. Keine Ahnung. Ich denke mal, ein oder zwei Folgen Maximum noch. Oh ja, right, da waren wir stehen geblieben. Ich wollte nur mal gerade gucken. Okay, es ist der letzte oder vorletzte Raum. Der vorletzte, glaube ich. Und dann war es vielleicht das hier schon. Oh Gott. Ich spiele zu viel Genshin. Ich wollte gerade steuern wie bei Genshin. Es ist... Ja. Ich weiß, ich habe immer noch keine Ahnung, wie man da hochkommt. Beziehungsweise... Muss ich jetzt eigentlich nochmal... Ja, oder? Ja, Ach, es ist zu lange her, vor allem, wo ich Montag auch schon wieder nicht gespielt habe. So, wir laufen dahin. Dann gehen wir zurück und laufen nochmal da lang. Und da ist die Leiter. Und ich habe immer noch Wurstfinger und kann... Nein. Ich verstehe dieses Spiel immer noch nicht. Wir müssen dahin. Vermute ich. Da ist auch noch ein Teil. Aber das bringt mir da eigentlich gar nichts. Au! Ich bin nicht eingekritscht worden. Also ja, jetzt bringt mir das was. Und jetzt? Jetzt fahre ich wieder runter. Ich komme doch nicht mal mehr da hoch jetzt. Ich bin wieder am Anfang. Toll. Läuft bei mir. Ach so, ich kann... Ja, ich hab's nicht gesehen, dass ich da hochkomme. Was das vielleicht... Nein, ich komme hier nicht runter. Da fahre ich mich wieder drüber hinweg. Nein! Ich hätte da bestimmt runterspringen können. Verdammt! Ich war gerade so fixiert darauf, mit dem Fahrstuhl bis dahin zu fahren. Aber ich kann hier bestimmt runter, dann hier runter. Yes. Ich wollte unbedingt mit dem Fahrstuhl dahin fahren, als ich zu spät gecheckt habe, dass ich da runterlaufen kann. Ich bin da oben. Schöne Bilder. Wunderschön. Ach, vor allem das letzte. FML? Ich will da nicht. Ich will da nicht hin. Kann ich hier drauf? Nee, ne? Nein. Kann ich hier hochklettern? Oh.
Kannst du mal aufhören, so eklige Sabbergeräusche da unten zu machen, ey? Wo ist das Mädchen? Wenn man es noch Mädchen nennen kann. Toll. Ich weiß nicht. Die war am gruseligsten. Da hinten komme ich nicht runter wegen der Ohr. Außer ich kann da drüber klettern. Nein. Ich laufe der nicht hinterher. Oh Gott, ich habe Angst, dass sie zurückkommt. Ja, ich komme hier halt auch nicht rein, ne? Außer ich tippe schon wieder irgendwo falsch. What? Wer soll denn damit rechnen können? Nein, nein, nein. Ja, was zur Hölle soll ich denn tun? Ich dachte, ich könnte vielleicht noch hier hinten hin, aber kann ich nicht. Naja, der fällt halt immer auf mich drauf, der Kronleuchter. Okay. Ich übersehe irgendwas, offensichtlich. Kann ich den Kronleuchter von oben schon mal runterfallen lassen? Jetzt, wo gehst du denn hin? Ich komme hier doch hinter. Wow. Ach, hier ist die Box. Schön. 8 von 18. Noch nicht mal die Hälfte, ist schon ein bisschen traurig. Aber das war's, sonst kann ich, glaube ich, nichts tun. Die Frage ist, ob ich jetzt da hinten auch hinterkomme, aber was soll ich da? Ich gucke nochmal oben nach dem Kronleuchter. Nein, ich komme nicht mehr hoch. Jetzt. Entschuldigung. Mensch, Kerl. Wo hängt der überhaupt fest? Aber ich kann ja auch nichts tun. Kann ich was mit den Flaschen? Glühbirnen, das sind Glühbirnen des Kronleuchters. Nope. Okay, es versteckt sich hier ein Kind hinter dem Mädchen. Ne, zwei, drei sitzen da sogar um sie rum, okay. Nein. Scheiße. Nein. Komm ich hinter die Tür? Komm ich hier drauf? Ich kann hier halt nichts tun. Ich komme auch nicht hinter die Tür. Ich kann nichts mit der Tür machen. Wo läuft Six denn jetzt schon wieder hin? Ich komme da nicht hinter. Hm.
Jetzt stehe ich schon wieder völlig auf dem Schlauch hier. Ich glaube, ich musste bis jetzt noch nicht nachgucken, wie es weitergeht, oder? Das wäre dann jetzt das erste Mal, aber ich glaube, das. Keine Ahnung. Rennen hat auch nichts gebracht, würde ich behaupten. Ja, ich glaube, das schaffen wir in der Folge nicht. Ich glaube, sobald er die Tür aber auch aufschlägt, kann ich mich nicht mehr bewegen. Aber ich werde es nochmal versuchen. Vielleicht dann noch irgendwo. Ich sehe da unten aber auch nichts mehr. Ob ich vielleicht noch von ihm wegkomme? Sie läuft ja hin zur Tür, aber das war's dann auch. Nicht weg. Oh, puh, was mache ich denn da? Ich würde mich ja hinter ihr verstecken oder was auch immer sie da tut, aber sie ist ja weggegangen. Aber die wirkt auch nicht so, als würde ich mich hinter der noch verstecken wollen. Nein, jetzt, ich möchte gerne noch mal nach da hinten. Hallo. Oh. Ich habe keine Ahnung, wie ich dann nach hinten. Okay, jetzt. Komme ich hier irgendwo rum? Nope. Nein, ich weiß nicht. Bin ich jetzt fast weggekommen? Ich weiß es halt echt nicht. Oder muss ich einfach weiterrennen? Nee, keine Ahnung. Verwirre ihn, ich verwirre ihn. Nee, keine Ahnung. Das Doofe ist, ich kann die Aufnahme hier nicht pausieren und nachgucken. Und ich kann es auch nicht zusammenschneiden, weil dann wird die Tonqualität mega komisch. Das habe ich schon mal versucht. Da ist ein Augenbild. Sagt mir das was? Es kann doch nicht angehen, ich muss ja doch irgendwas machen können. Kann ich die Uhr nicht davor schieben?
Dann kommt er gar nicht erst raus, aber kann ich nicht. Ich glaube nicht, dass ich was in dem anderen Raum übersehen habe, oder? Oder vielleicht doch. Kann ich halt auch nichts machen. Irgendwas kann ich machen. Ich habe nur keine Ahnung, was und wie und... Was war denn da unten mit der anderen? War da noch eine andere Tür? Vermutlich, oder? Aber da bin ich nicht rausgekommen. Na, da war ja auch nichts. Links war, glaube ich, der andere Raum. Ja, du wolltest da endlich. Hier komme ich doch jetzt gar nicht runter. Ich komme nicht mehr runter. Where the fuck are you going? Jetzt bin ich platt. Okay, jetzt komme ich runter. Na, was zur Hölle? Das bringt mir auch gar nichts, jetzt hier zu sein. Ich habe keine Ahnung. Merkt man dezent, dass ich heute eigentlich überhaupt keine Lust hatte, aufzunehmen. Ich bin halt irgendwie so an einem Punkt, ich muss immer noch die Twitch-Sache machen, aber ich, keine Ahnung, ich hab da auch keinen Bock zu. Es ist alles so, ich prokrastiniere gerade einfach nur. Und das ist ein bisschen doof. Hallo. Das Spiel ist aber auch gerade irgendwie. Ihr habt gesehen, dass ich da drauf stand. Ich kann hier doch nichts machen. Ist das wieder so ein Ding, wo ich innerhalb von einer Nanosekunde an den richtigen Pixel drücken muss? Weil das liegt mir ja gar nicht. Ey, willst du mich verscheißern? Willst du mich gerade? Sorry, aber was? Im Ernst jetzt? Ich hab... Nein. Ah.
ich komme an den Steinen nicht vorbei. Ich muss da irgendwie. Aber ich. Das ist so. Ich habe halt echt nicht viel Platz zum Drücken hier. Schaffe ich nicht. Muss ich zurück? Ich komme nicht vor, ich komme nicht zurück, weil da dieses scheiß Fels im Weg ist. Sie geht halt automatisch auch immer nach links, weil da eben der Fels im Weg ist. Was mache ich denn so? Das tut mir so leid, dass ich gerade so schwer dadurch bin. Hä? Nein, jetzt muss ich das nochmal machen von vorne. Ich habe keine Ahnung, wie ich das hier geschafft habe. Ich weiß nicht, was ich gemacht habe. Sie ist da kurz vor dem Fels stehen geblieben. Ich habe keine Ahnung. Ich habe wieder irgendwann aus Versehen den richtigen Pixel erwischt, ja. Doch da hoch. Ich will da oben auf den Pott. Oh, auf die Toilette. Ich komme da nicht auf die Toilette. Komm ich jetzt da hoch, Verfolger? Ich eigentlich. Ja, tut es. Oh, jetzt wieder auch von vorne. Ich habe keine Ahnung, was ich da gerade machen soll. Das hasse ich ja wie die Pest, ne? Das ist auch der Grund, warum ich aufgehört habe, Summer in the Wisp zu spielen. Ey, was soll ich denn machen? Es nervt. Ganz ehrlich, es tut mir leid. Ey, manchmal leuchtet es ist halt echt scheiße. Sorry. Ich hoffe, ich mache euch jetzt keine schlechte Laune damit, aber immer dieses. Da ist dieser eine Pixel, den man erwischen muss. Und darin bin ich nicht gut. Ich weiß, ich tippe ja auch wie eine Bekloppte rum, aber wenn ich nicht tippe, dann bleibt sie halt irgendwo stehen. Ey, da hab ich. Alter, das. Boah. Was macht die denn? Ist es. Ich habe nicht nach links getippt. Keine Ahnung, wo der richtige Pixel ist. Es tut mir leid. Ich weiß es nicht. Ich weiß auch nicht, wie viel Zeit ich mir lassen kann. Ja, aber bleib so stehen, ist schon klar. Die dreht sich immer nach links um und dreht sich im Kreis. Ich weiß es nicht.
Was macht die? Ich tippe da immer nur geradeaus und die dreht sich im Kreis wie eine Bescheuerte, ey. Das ist doch scheiße. Kind. Ach, jetzt kommt sie hoch, ne? Jetzt geht sie da hoch. Weil das Spiel möchte, dass ich da jetzt hochgehe. Oh, wer weiß, was jetzt wieder kommt. Hallo? Geht doch einfach raus, Mann! Oh, es geht weiter. Es geht weiter. Wie schön. Stromschlag. Six, hallo. Alter, die ist die fucking Leiter nicht mehr runtergegangen. Offensichtlich musste ich die Leiter da vielleicht auch gar nicht runter. Ich weiß es nicht. Muss ich. Kann ich auch rechts lang? Ja, muss ich. Die Musik ist nice übrigens. What? Ich weiß nicht, was da gerade passiert ist. Klatsch. Ich zu schnell? Mache ich zu große Abstände? Haben wir schon mal gelernt, wie man balanciert? Ich weiß, haben wir schon mal gelernt, wie man balanciert? Weil es ist sonst was echt kacke. Ich weiß nicht, was ich tun soll. Ich kann mich nicht daran erinnern, dass wir schon mal irgendwo balanciert haben. Ich weiß auch gar nicht, ob ich da lang muss, aber vermutlich, oder? Langsam und kleine Schritte. Ja, mögest du weitergehen, danke. Oh, das Kind! Da liegt das Kind! Oh, da liegt noch ein Kind! Scheiße. Nur weil ich zurückgegangen bin. Ich kann mit dem Kind aber auch nichts machen, also gehen wir einfach weiter. Überrascht mich nicht, ne? Ich sollte Pause machen, aber ich glaube, wir sind auch bald durch, also. Oder nicht? Ja, ich höre dich weinen. Ach, das Mädchen. Oh, nee, ich bin falsch gelaufen, ich weiß. Hallo. Wenn jetzt nochmal so eine hart lange Sequenz, dann mache ich nochmal Pause.
glaube, ich sollte noch mal Pause machen. Ich habe Angst irgendwo, dann die kommt immer schneller, die kommt immer näher. Ich schaff das nicht, die kommt immer näher. Nee, Kinders, ich mach Pause. Das ist mir zu. Ich hab keinen Bock auf nochmal so eine Scheiße jetzt gerade. Da atme ich nochmal tief durch. Ich habe keine Ahnung, ob ich der irgendwie die Täubchen entgegen schießen muss, wie auch immer. Aber das. Nein. Nee, da habe ich jetzt gerade keinen Bock mehr drauf. Ich hoffe, dass ich nächstes Mal irgendwie ein bisschen mehr Lust habe und nicht so hart genervt bin. Das tut mir echt leid. Ja, ich habe euch alle lieb. Ich danke euch fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.